Der Typ kommt hinter mir gerade hervor. Den töte ich jetzt. Wow. Oder auch nicht, oder auch nicht, oder auch nicht. Lol. Nein, 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 nein. Wow. Ich spiele heute die Map Steamshire Island, die ich irgendwie schon richtig lange nicht mehr gespielt habe. Irgendwie, keine Ahnung, irgendwie wird die halt kaum gespielt. Ich weiß auch nicht wirklich warum, ich finde die eigentlich ganz okay. Obwohl ich ehrlich gesagt finde, dass die Map da hinten zum Beispiel voll leer ist und da ist einfach nur Wasser und das bedeutet, man kann einfach voll lange wegschwimmen. Und vor allem, wenn man keine Angel hat und der wegschwimmt schon einer hat, dann ist es natürlich total nervig und regt einen dann doch schon auf. Aber an sich finde ich die Map ganz nett. Nur, dass es keine T2s gibt, also ich glaube, es gibt eine oder so und die ist irgendwo ganz oben. Und ich habe richtig gefällt den Anfang, das kannst du ja keinem erzählen. Jo, was ist los mit diesem X-Snipes? Das ist ein Mädchen und das will mich offenbar töten. Aber naja, eigentlich wollte ich den Weg da hochnehmen, aber da geht ja jetzt schon einer längs. Dann schwimme ich mal hier längs, hier lang oder was auch immer. Mir ist aufgefallen, ich sage immer längs statt lang. Das tut mir leid, aber das ist glaube ich so ein norddeutscher Slang, den man hier so hat. Und meine Eltern sagen es auch und das hört sich für mich gar nicht mal falsch an. Und ich finde, man weiß trotzdem, was gemeint ist. Ich habe ein Schwert, nice. Ich spiele mit dem It's Colored PV oder mit dem It's Colored Resource Pack einfach. Und das ist ein cooler Araber und das finde ich richtig geil, das Section Pack, obwohl ich das Ganze von Swags eigentlich nicht mag. Weil ich mag Swags an sich nicht. Und ich finde blöd, dass hier die ganzen Hotbar-Dinger und so, dass das alles von Swags ist. Und da haben wir einen Araber passend zu dem Section Pack und er wreckt mich. Oh, nein, 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 oh mein Gott, nein, 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 oh Gott, schwimm, 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 schwimm. Scheiße, der hat mich gewrackt. Und hier also das Pack, ich weiß nicht genau, wo ich den Download jetzt nochmal her habe, ich weiß nicht, ob ich ihn euch in die Beschreibung stelle, muss auf jeden Fall das Pack von It's Colored, genau, auf seinem Kanal vorbeischauen, ich glaube, der hat das da irgendwo verlinkt. Ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich es gefunden habe, oder ich habe es gar nicht gefunden, Simon hat es gefunden und es mir dann geschickt. Nochmal danke, falls du das siehst, was du eh nicht tust, aber vielleicht ja doch. Und ja, mir gefällt das eigentlich, wie gesagt, ganz gut, außer dass ich finde, dass... nice, das war ein guter Hit. Nur ich finde, dass das von Swags ein bisschen unnötig ist. Nice, haben wir. Obwohl, die Schwerte finde ich eigentlich ganz nett, aber ich finde halt dieses, die Hotbar und die Armorbars und die Hungerleiste und sowas alles, das finde ich doof. Vor allem, ich finde das mit den Herzen blöd, dass es, also es ist quasi, wenn man ein halbes Herz hat, ist es quasi ein ganzes Herz nur mit so einem Strich drin und das, finde ich, erkennt man gar nicht so gut. Oder vielleicht spiele ich auch einfach zu wenig damit, das könnte auch sein. Aber an sich, keine Ahnung, es ist so ein cooles Textundeck, vor allem den Bogen finde ich richtig cool. Den ich jetzt noch nicht habe, aber ich mag den auf jeden Fall gerne und ich habe das Gefühl, dass ich mit dem Steinschwert und der Angel irgendwie richtig krasse Kombos mache in dem Textun Pack. Also ich weiß nicht, es liegt auf jeden Fall nicht am Textun Pack, ist ja unmöglich. Aber trotzdem finde ich das. Okay, nice. Double Hit, da habt ihr es gesehen zum Beispiel. Das war krass. Und der hat voll die gute Rüstung, die hätte ich gerne, wenn ich ehrlich bin. Oh, na komm. Nochmal Double Hit, nice. Und jetzt können wir noch einen. Ja, und der hat auch einen Bogen. Geil, den haben wir auch, perfekt. Dann haben wir schon mal gute Rüstung und einen Bogen und Pfeile sogar, dann kann ich euch das mal zeigen. Also so sieht der normal aus, also die meisten werden ihn wahrscheinlich kennen, aber ich finde ihn irgendwie richtig geil. So, und so sieht er auch, wenn man ihn aufspannt. Ich weiß warum, aber ich finde ihn richtig cool. Nur was ich unlogisch finde, ist, dass es zuerst orange, dann rot und dann grün ist. Also ich finde, zuerst sollte es entweder halt grün sein und dann zu rot werden oder zuerst rot sein und dann zu grün werden. Aber das ist jetzt irgendwie so ein Mischmasch. Also am Anfang ist es so mittelmäßig, dann ist es stark und dann ist es schwach oder so, keine Ahnung. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich kann es jetzt nur irgendwie ein bisschen behindert nur erklären. Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine einfach mal. Also ich denke auch, ihr wisst, was ich meine. Ihr seid ja nicht doof. Und ja, eigentlich wollte ich in diesem Video darüber reden, dass ich einen neuen YouTube-Kanal habe. Und zwar Erik Plays SG. Ja, ich habe ja den Account gekauft und das Sektion-Pack gemacht, mit dem ich gerade nicht spiele übrigens. Also, ne? Und ich habe jetzt auch den YouTube-Channel gemacht und ich habe mir überlegt, dass ich da sowas wie Gameplays machen könnte. Also Survival-Games-Gameplays halt. Also komplett ohne Stimme, sondern einfach nur ein Gameplay, ein bisschen schneller machen und dann Intro und Musik und das war's dann. Weil ich finde, das könnte man eigentlich richtig locker, easy nebenbei als Zweitkanal machen, weil es ist im Endeffekt eine Runde, die man spielen muss. Und ja, die könnte man dann super hochladen. Ihr könnt mir auf jeden Fall mal schreiben, ob ihr sowas cool finden würde, weil es gibt ja viele, die das machen. Und ich finde es ab und zu eigentlich auch mal ganz cool. Also ich weiß, insgesamt finde ich eigentlich so Gameplay-Kanäle nicht so cool. Aber ja, also ich finde, keine Ahnung, für zwischendurch ist es, denke ich mal, was Cooles. Und ich muss jetzt den Stoff hier bekommen, bevor der andere Typ kommt. Ja, also ihr könnt mir auf jeden Fall mal schreiben, wie ihr es finden würdet. Also ich denke, ich werde das auf jeden Fall machen.
weil ich da irgendwie schon Bock drauf hätte. Ich meine, es ist jetzt kein wirklich großer Aufwand, eine Runde SG zu spielen und die dann schneller zu machen. Dann geht das Rennen sowieso schneller, weil das Video ja kürzer ist. Und man kann schneller hochladen, weil das Video ja kürzer ist. Und deswegen denke ich mal nicht, dass es mich irgendwie so einschränkt. Und ja, keine Ahnung. Ich habe irgendwie Lust dazu. Und ja, also normale Videos werden halt hier weiterkommen. Und ich werde den Kanal hier nicht vernachlässigen, ja. Wenn überhaupt, werde ich Eric Plays SG vernachlässigen. Ist ja klar, denke ich mal. Oh Gott. Okay. Ah, ich habe keine Ahnung, fällt mir gerade auf. Ja, also ich denke mal, keine Ahnung. Gameplays sind jetzt nicht so schwierig eigentlich zu machen. Deswegen, ja. Ich hätte da auf jeden Fall mal Bock zu. Denke ich, weil. Ich weiß nicht warum, aber ich habe in letzter Zeit voll Bock dazu. Und ich finde, auf meinem Hauptkanal würde ich jetzt nicht, also würde ich gerne oder nicht so gerne so viele Gameplays machen, weil ich sie irgendwie ein bisschen wenig unterhaltsam finde. Aber ich finde, wenn Leute das wirklich mögen, also es gibt ja viele Leute, die machen einfach nur Gameplays und ich habe dann auch Zuschauer, die das offenbar mögen. Und dann finde ich, ist das eigentlich voll okay. Zum Beispiel, wenn ihr das jetzt voll mögt, dann kann ich ja mal welche machen oder so. Und ja, also ich habe auch überlegt, zum Beispiel, ich habe ja den Account jetzt ganz neu, mehr oder weniger. Und dass ich dann halt zum Beispiel meine 50 Wins-Runde aufnehme oder meine 500 Wins-Runde, also halt immer diese runden Wins quasi, also ihr wisst, was ich meine, also 50, 100, 150 und so weiter, dass ich das dann alles da hochlade, weil ich das eigentlich ganz cool finde und es ist wie gesagt kein Aufwand, also ich werde den Kanal hier nicht vernachlässigen, falls ihr dabei jetzt irgendwie Angst vor habt oder so. Aber auf jeden Fall würde mich mal eure Meinung dazu interessieren. Im Endeffekt wäre es jetzt kaum Arbeit mehr, weil halt wie gesagt hochladen und rendern und sowas geht eigentlich schnell und aufnehmen eigentlich auch, weil ich nicht wirklich was haben muss zum Reden. Ich müsste einfach nur spielen und das mache ich ja sowieso. Und ja, so. Ich glaube, ich habe jetzt auch. Ich glaube, das erste Video könnte sogar fast schon bald kommen, weil das erste wäre dann der 50. Win zum Beispiel. Ich warte im Moment noch auf ein Intro. Ich habe schon jemanden gefragt, ob er mir jetzt machen könnte. Weil Flows hat ja gequittet und macht keine mehr, leider. Deswegen habe ich jemand anders gefragt, aber darauf warte ich halt noch. Und dann könnte es eigentlich schon losgehen. Ich glaube, der hat jetzt. Ich guck mal kurz nach. Ich glaube, der hat 30 Wins, wenn ich mich nicht täusche. Okay, 29. Aber ja, 50 wäre dann zum Beispiel bald. Und das wäre auf jeden Fall, denke ich mal, ziemlich cool. Ja, keine Ahnung. Das ist wie gesagt halt kein Aufwand. Also, ihr müsst jetzt keine Angst haben, dass ich den Kanal hier vernachlässige. Ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie alles 10-mal sage, aber das ist mir total egal. Übrigens, ich habe vorhin schon eine Runde aufgenommen, beziehungsweise zwei Runden. Erzähle ich jetzt einfach nur so, weil mir langweilig ist irgendwie und weil ich sonst nichts zum Reden habe. Und in der ersten Runde, das war richtig lustig. Also, da war so ein Typ, der hieß Shining PvP. Also, falls du das Video siehst, ich hasse dich. Und das ist auf jeden Fall Shining PvP und dann das war Rustic. Und dann bin ich ja hinten in diese Villa gelaufen und da ist ja so ein Tresorschloss. Und auf jeden Fall war ich dann gerade am Tresor bei und der schrieb dann so Captain Erik Herzchen. Also ich habe mit Hanneke gespielt, aber er hat mich trotzdem erkannt, deswegen dachte ich, es ist ein Abonnent oder so, weil, ne? Und auf jeden Fall schreibt er dann so Captain Erik Herzchen. Und dann später im Spiel laufe ich dann einmal zum Spawn, weil mein Eisenschwert craften oder sowas. Und dann sehe ich, wie er da mit seinen zwei Teamkameraden chillt. Und dann einfach ein Dreier-Team gemacht und dann sind alle auf mich gegangen. Und ich meinte so, ob das sein Ernst ist. Und er meinte so, ja, XD-Teams sind erlaubt und sowas. Und einfach, es war so ein Idiot. Das ist einfach so behindert. Erst schreibt er so, ja, du bist cool. Mehr oder weniger. Also er hat halt nur Captain Erik Herzchen geschrieben, aber er hat mich auf dem zweiten Account erkannt. Also, na, ihr wisst schon Bescheid. Und dann kommt er mit dem Dreier-Team und ich habe noch gefragt, ob wir 1 gegen 1 machen, alle, weil ich glaube, die waren nicht gut, sonst würden sie kein Dreier-Team machen. Ich denke, im 1 gegen 1 hätte ich alle gezogen. Aber dann auf jeden Fall meinte er so, nee, Teams sind ja erlaubt und so. Und dann bin ich ins Deathmatch gekommen mit drei Gegnern. Ich meine, was soll man da machen, wenn drei Leute gegen einen sind im Deathmatch? Und ich habe mich dann am Ende einfach hingestellt und dann haben sie mich getötet und keine Ahnung. Also mir geht es wirklich nicht darum, dass ich. Mir war einer, oder? Nö. Also mir geht es wirklich nicht darum, dass ich jetzt gestorben bin oder dass meine Stats schlecht sind oder so. Aber es ist einfach nur dieser, keine Ahnung, es war jemand, der mich kannte. Also es ist quasi jemand, der die ganze Zeit immer Kommentare schreibt, so ungefähr. Und dann kommt er mit dem Dreierteam um die Ecke. Also da denke ich mir manchmal schon, was ist das für eine scheiß Community. Aber, ja. Naja, es war halt so eine Sache mal. Und im Gegenzug dazu muss ich sagen, ich habe eben eine Runde gespielt, auch auf dem zweiten Account, ne? Habe ich aber nicht aufgenommen. Und da waren einfach drei Leute, die mich kannten und die waren so cool und die haben mir ihr Zeug hingeschmissen und ich musste die ganze Zeit immer so sagen, nee. Und dann, keine Ahnung, haben sie es doch gemacht und keine Ahnung. Ich kann dich eigentlich mal erwähnen, also ich weiß die Namen nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, das war LILP. Frog zockt, glaube ich, oder irgendwie so. Der hatte einen Bob John Skin, so einen lilanen, den fand ich richtig cool, weil ich finde die Bob John Skins an sich ziemlich nice. Und dann war da noch, wie hieß der andere? Ich habe seinen Namen vergessen, der war Emerald. Oh, ich habe ihn vergessen, schade eigentlich. Aber die waren auf jeden Fall richtig cool zu mir.
Obwohl sie das eigentlich nicht machen müssen. Und ganz ehrlich, ich finde das eigentlich total bescheuert. Zum Beispiel dieser Frockzock hat mir dann sein Eisenschwert gegeben. Fand ich total eigentlich bescheuert, aber ich meine, keine Ahnung, es ist immer, es ist quasi wie, als würde man bei einer anderen Familie zu Hause sein und man würde essen und die bieten einem was an, da kann man ja nicht nein sagen, das wäre unhöflich quasi. Ja, den habe ich halt genommen, aber eigentlich, das müsst ihr nicht machen. Behandelt mich einfach normal. Also wirklich, behandelt mich normal und kommt mir nicht mit dem Dreierteam auf einmal, das fand ich richtig asozial von diesen Hurensohn, aber naja, es gibt halt coole Leute und es gibt halt gut und coole Leute in der Community, ist einfach so. Da kann ich jetzt nicht wirklich was dran ändern. Und ja, also, keine Ahnung, das waren jetzt so zwei total gegensätzliche Ereignisse, die passiert sind heute. Einmal drei Leute, die total nett waren, einfach viel zu nett waren sogar. Und dann noch jemand, der einfach der dümmste Bastard auf der Welt war, der ein Dreiteam gegen mich machen musste und kein 1v1 machen wollte, weil er wahrscheinlich wusste, dass ich ihn ziehe. Ein bisschen erbärmlich kann man das nennen, ja. Naja, so, ich will jetzt nicht weiter rumflamen, was ich irgendwie voll hart gemacht habe gerade, aber naja, juckt jetzt nicht. Und was waren eben noch? Ah ja, genau, eben war dann noch auf SG7. Ich muss sagen, das Gameplay, das war nicht gut. Also ich habe ein, zwei Kills, glaube ich, gemacht oder so. Und dann ist meine Schwester noch reingekommen, weil es Essen gab und so. Und dann kam ein Zweierteam mit ungefähr derselben Ausrüstung, also irgendwie so halb Iron, so wie ich halt. Und die haben eigentlich ganz gut gespielt, also die sind mir beide mal hinterhergelaufen und ich hatte einfach keine Chance gegen die. Dann haben die mich halt getötet und ja, keine Ahnung. Also ich hätte die sowieso nicht genommen, die Aufnahme, denke ich, auch wenn ich nicht, also wenn ich überlebt hätte, weil, keine Ahnung, ich wurde halt gestört und so. Und das war eigentlich gar nicht so die coole Aufnahme. Wenn ich das Team zerstört hätte, dann vielleicht. Aber wie gesagt, das mit dem Stören war halt so eine Sache wieder. Und jetzt kommen gerade die die Sonne kommt jetzt hinter den Wolken hervor. Und deswegen scheint jetzt ein richtig doller Lichtstrahl auf meinen Fernseher, also auf meinen Bildschirm. Und es sehe da jetzt kaum was, weil es auch gerade Nacht ist. Ja, das ist ja nicht so geil gerade. Aber ja, läuft schon. Ja, was könnte ich denn noch erzählen? Also ich weiß nicht, aber der Xempe gefällt mir echt gut und ich habe das Gefühl, mit der Angel und dem Steinschwert bin ich echt gut. Also ich spiele immer auf so einem FFA-Server, wo man dann einfach die ganze Zeit schon spielt und da hat man halt auch nur eine Angel und ein Steinschwert und halt Eisenrüstung. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja. Aber mein Texturenpack gefällt mir auch gut. Also das Safe-Place ist nice. Weil ich habe jetzt noch ein paar Sachen dran verändert. Und ich, ja. Also ich habe da noch ein paar coole Sachen dort verändert. Will ich euch dann vielleicht später mal zeigen, weil es wie gesagt noch nicht fertig ist. Es ist so, so Beta quasi noch. Und ja, wenn es fertig ist, dann zeige ich es euch nochmal. Vielleicht gibt es ja sogar einen Download auf dem Sprite-Kanal, weil es haben so viele gesagt, dass ich es doch machen soll. Und vielleicht mache ich es doch. Aber ich bin ja halt wirklich unsicher, weil man darf es eigentlich wirklich nicht. Und ich weiß nicht. Double Team, okay, das Team. Oh ja, jetzt alles snacken ganz schnell. So, das ist meins. Das ist meins. Zwei Dies in einer Kiste auch nicht schlecht. Das haben wir Ingame-Sounds und Feuerzeug ist auch cool. Na, okay, auf der Map jetzt nicht unbedingt, aber im Deathmatch nachher. So, und noch ein Diamant, das ist doch cool. Der Typ kommt hinter mir gerade hervor. Hier töte ich jetzt. Wow. Oder auch nicht, oder auch nicht, oder auch nicht. Lol, 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 lol. Lol, nein, 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 nein. Wow, 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 wow. Ganz ruhig, Brenner, ganz ruhig, Brenner. So. So. Jetzt muss ich mich kurz konzentrieren. Ich weiß gar nicht, warum der mich so oft getroffen hat. Das war richtig unnormal. Und da kommt noch einer. Scheiße, nein. Hätte gerne noch ein Dierschwert, ne? Wenn ich ehrlich bin. Ich guck mal, dass ich hier noch irgendwie. Ne, hier jetzt nicht. Da noch? Ne, auch nicht. Wo ist der Typ da hinten? Wow, anderes hinter mir. Das habe ich gar nicht realisiert. Es ist einfach, ich erkenne so wenig. Vor allem, weil hier Schatten ist und alles. Und irgendwie kommen gerade alle zum Spawn. Was ist denn hier los? So, schnell alles raussnacken, gut. Ich weiß nicht, kann ich zum Spawn gehen? Überlebe ich das? Hier vorne ist einer, da ist einer. Gott, der kommt jetzt auf mich, ne? Seitdem booste ich weg. Ach, ist noch gar kein Deathmatch. Ich dachte, es ist Deathmatch Countdown. Aber war es ja gar nicht. Ich weiß nicht, wo könnte ich hingehen und zu craften? Ich könnte zum Crafting Shift gehen. Ja, würde ich eigentlich gerne machen. Ach, YOLO. Oh, nein, ich wollte gerade angreifen und dann kam der andere von hinten. Oh Mann, das ist ja lustig. Oh Mann, ich sehe so viel. Ich stelle mich gerade richtig dumm an, glaube ich. Ich erkenne einfach so wenig. Aber ich glaube, ich gehe jetzt mal rauf. Ich sortiere kurz einfach mein Inventar. Puh, mach ich nach. Ich hab 14 Pfeile. Wovor habe ich eigentlich Angst? Und die backstabben sich jetzt vor allem. Dann gönne ich mir die nochmal. Vielleicht hätte noch einen Diamant. Dann habe ich dir Schuhe. Das hätte Swag. Das wäre too swaggy for me. So. Den an die Seite klatschen und von oben critten. Der andere ist low, das weiß ich. Egal, ich schieße jetzt auf den hier erstmal, weil er abhaut.
Okay, nein, die habe ich nicht getroffen. Ich weiß nicht warum, aber ich bin noch gar nicht so gut mit dem Bogen. Okay, den habe ich. Das ist der andere, da hinten irgendwo. Ich weiß nicht, soll mir die Schwert machen oder guck mal, der. Ich guck mal kurz, ob den Dia hatte. Weil die Schuhe hätten natürlich noch mehr Swag. Ja, er hat einen. Geil. Perfekt. Das Tinte hätte ich auch gerne eigentlich. So, und er hatte so viel Eisenrüstung auch. Naja, egal. So, also einer hat ganz gutes Equip. Der da hinten nämlich. Der hat einen Pfeil im Knie, ist ja lustig. Aber jetzt muss ich mich beeilen, dass ich die Tierschuhe noch mache, bevor der Typ kommt. So, ganz schnell. Hopp. Wo sind die Dias? Da. Zack. Nice. So, und anziehen und weg. Okay, danke für den Boost, man. Oh Mann, ich bin hier. Ach Gott, das ist so dunkel. Und ich erkenne einfach kaum was. Also wahrscheinlich. Oh, es ist so hell in meinem Zimmer, ne? Ich muss eigentlich das Fenster zumachen. Gott, oder zuziehen halt. Ich sehe einfach so wenig. Ich glaube, ich hätte mir doch lieber ein Dierschwert machen sollen, aber egal. Ich habe jetzt immer einen Swag. Das ist ja schon mal was. Ach komm, das ist ein Noob. Stirb noch vom Deathmatch, komm bitte. Nein. Komm. Komm. Nein. Oh Mann. No way. Der sitzt da hinten drinne. Okay, der war bad. Okay. War klar, dass ich nicht treffe. Oh Gott, komm her. Ich finde, das ist Grün von den Blättern und so ziemlich nice. So richtig fruchtiges Grün irgendwie. Also wenn ihr versteht, was ich meine, wahrscheinlich nicht. Aber naja, so, den Tee mache ich nochmal noch. Und, so, ist kurz weg. Der backstabt einfach alle, das ist voll der Steve. Das ist richtig der Randy. Oh. Hey, guck mal, das Mädchen, mit der mache ich nachher einen fairen Fight. Nur mit Tierschuhen, ja. Hab ich gehört. No, no way. Wow. Das war gerade nicht so der Burner. Wenn ich ehrlich bin. Komm her. Komm, ja, nice, perfekt. Zack. Und komm, ja, nice. Okay, ich habe gehört, ich mache jetzt fairen Fight mit der. Ich frag mal nach fair. Fair? Machst du fair? Machst du fair? Oh Mann. Ich finde es so lustig, wenn sie richtig lange anspannen und du dann einen Schritt nach links oder nach rechts machst und dann treffen sie nicht. Was hat die eigentlich für ein Schwert? Ich würde eigentlich nur mit den Tierschuhen kämpfen, aber ich weiß halt nicht, was sie für ein Schwert hat. Ich nehme nochmal das FNS hier ins Inventar rein. Wow, sie trifft mich mit der Augen, sie ist der Pro, sie geht mit der Angel um. So, was haben wir denn hier noch so? Den nehme ich auch nochmal. Keine Ahnung warum. Ich weiß nicht, soll ich. Ach, YOLO, oder? Ich mach's so. Das ist fair genug. Hoffe ich. Oder soll ich mit den Dias. Soll ich nur mit den Dias schon? Ich weiß es nicht. Ach, YOLO. Oh Gott, Alter, das wird heftig. Oh Gott, sie ist gar nicht auf mich zugelaufen. Was war schlecht? Oh Gott. Ich werde einfach sterben. Ich werde einfach sterben an so einem Randy-Mädchen. Aber egal, dann hat die den ersten Win. Das ist doch schon mal was. Und selbst im Map-Dem-Account ist sowieso egal. Also kann ich ruhig verlieren. Wo ist denn die? Weiß ich, ist da runtergefallen. Nice, nice, nice. Jetzt komme ich von hinten. Nein. Wow, das war viel Schaden. Nice, der war gut, der war gut. Sie ist was, sie ist irgendwas. Oh Gott, komm, ich frag dich. Okay, ist jetzt nicht easy oder so, ist auch nicht 10 Hearts, aber. Na, sie macht ja gar nichts, ist ja langweilig. Komm her. Oh, Feuer, ich mach kein Feuer. Es sieht nur so aus. Ich könnte eigentlich mal hier ganz unauffällig unsichtbares Feuer dahin machen. Und dahin machen. Und hierhin machen. Und hierhin machen. Und dann wird sie da durchlaufen, dann wird sie sterben, hoffentlich. Oder was ist hier hoffentlich, aber. Ich spiele jetzt total safe. Sie geht drauf und sie brennt und sie brennt und sie brennt. Das geht ins Wasser, da boost ich dich die ganze Zeit hoch. Nein, oh Gott. Okay, easy. Oh Mann, die hat doch nur 5 Punkte gegeben, das war jetzt nicht so die Herausforderung. Aber naja. Ich würde sagen, ich habe Swag mit den Dias schon. Ich mache davon jetzt einfach ein Screenshot bei Swag und so, ne? So hier so. Okay. Ja, also ich würde sagen, hoffentlich hat euch das Video Swag gefallen. Wenn ihr Bock auf den Gameplay-Kanal habt, könnt ihr mir das schreiben, also wie gesagt, ich werde hier nichts vernachlässigen oder so. Ansonsten würde ich sagen, wenn ihr ein bisschen geschaut habt, schreibt mal Hashtag Dia-Schuhe in die Kommentare. Und dann sehen wir uns bei einer weiteren Runde hoffentlich. Bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein und ciao, ciao.